So, herzlich willkommen und seid alle gegrüßt. Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ausnahmsweise sind wir zu zweit, aber ich möchte euch jemand vorstellen. Viele von euch kennen ihn schon. Es ist ein ganz bekannter, möchte sagen berühmter YouTuber, diese neue Generation. Aber ich muss sagen, es ist mehr als ein YouTuber. Ich habe gestern Abend viel Zeit mit ihm verbracht und ich kann das sagen, es ist eine Stimme Gottes auf YouTube. Ich weiß, wo ihr wisst, aber Gott möchte auch reden. Gott möchte handeln. Und Gott macht es durch Leute, die offen sind, ja, dass sie ihre Stimme Gott geben. Und ich möchte sagen, Chris ist eine Stimme Gottes auf YouTube. Anders wie viele sich vorstellen, aber es ist eine Stimme Gottes auf YouTube. Und ich freue mich, dass Gott durch verschiedene Stimmen auf YouTube sprechen möchte. So, und ich bin kein großer Vorsteller. Ich habe mal meine Arbeit gemacht, jetzt bist du dran. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Wir haben gestern Abend, wie gesagt, schon uns unterhalten. Und wir hatten einen tollen Abend gestern. Ich kenne den Piro schon viele, viele Jahre. Ich habe selber geistlich viel, sehr viel von ihm und seiner Arbeit und dem, wie Gott ihn gebraucht, lernen dürfen. Ich habe sehr viel profitiert von dem, was Gott mit ihm und in ihm zu anderen freisetzt. Und ja, ich freue mich, hier zu sein heute. Ja, und ich möchte sagen, ich will mal direkt ins dieses Thema reingehen. Vor einiger Zeit bekam ich eine Vision von Gott. Und die Vision wird vielleicht ein Problem so ein bisschen füllen. Ihr wisst ja, dass zurzeit viele von der Predigt, die wir geben, oder von der viele Predigt, die ich gebe, sind 10, 15, manchmal 20.000 Leute, die das anschauen. Und viele Leute haben Reaktionen oder möchte Gebet oder möchte Hilfe oder haben Frage. Und es ist fast unmöglich, so persönlich das zu erfüllen. Und dann habe ich mal mit Chris mich unterhalten, wie auch ganz viele Leute ihn kennen. Und er hat gesagt, du, wir haben dieselbe Problem. Es gibt so viele Leute, die anrufen, die Frage haben. Wie kann man das beantworten? Und dann habe ich mit ihm gesprochen, gesagt, du, ich habe so vom Herzen eine Vision von Gott bekommen, dass wir so eine Telefon-Hotline haben, ich nenne es mal so, dass die Leute immer alle Tag anrufen können und es ist immer jemand da, wie vom Herzen Gottes eine Antwort kann geben, ein Gebet kann geben, Befreiung, manchmal prophetische Worte. Wir wollen den Menschen dienen. Und das habe ich im Christ so geteilt. Was hast du mir wieder als Antwort gegeben? Es kommt genau zur richtigen Zeit, weil ich habe tatsächlich ein paar Wochen vorher schon zu Gott gebetet und habe gesagt, weil ich auch viele Nachrichten bekomme von Menschen, die Hilfe brauchen in der einen oder anderen Situation oder die Fragen haben. Und diese Nachrichten sind so viele, dass ich sie alleine gar nicht beantworten kann, allein aus Zeitgründen schon. Und man will aber ja diese Antworten auch nicht oder diese Fragen auch nicht unbeantwortet lassen. Und ja, dieses Problem habe ich vor Gott gebracht und ich weiß nicht, 2 Wochen später hatte Piro mich angerufen und mir von seiner Vision erzählt, von dieser Telefonhotline. Und dann habe ich gesagt, das ist genau das, was ich auch auf dem Herzen habe, was ich gerne den Leuten bieten würde, die vielleicht mir schreiben, hey, ich brauche Hilfe hier und da. Und dann ist es wunderbar, wenn man jemandem sagen kann, schau mal, hier ist eine Telefonnummer, da kannst du anrufen, egal wann, egal was du auf dem Herzen hast, du kannst mit den Leuten sprechen, da gehen Menschen ans Telefon, wie du und ich, das sind jetzt keine irgendwie theologischen Superhirne, sondern es sind einfach Menschen, die, denen Gott etwas ins Herz gegeben hat und die dir helfen können, die mit dir beten und die mit dir über dein Anliegen sprechen. Ich möchte trotzdem einen Bibelvers euch geben, ein Bibelvers, wie vielleicht im Zentrum ist vom Wesen Gottes. Jesus sagt, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir, ich möchte euch erquicken. Und das ist so ein bisschen unsere Anliege. Es gibt so viele Leute, ganz besonders in der Corona-Zeit, die sind müde, die sind mühselig, die wissen nicht, wie es weitergeht, die sind krank, die sind vielleicht depressiv, die möchten Antworten haben. Die sollen ja kommen zu Jesus. Und indem, dass sie an diese Telefonnummer anrufen, gibt es, ja, möchte ich sagen, Botschaft an Christi Staat, die werde probieren, mit dir zu reden, dir Antworten zu geben. Etwas, keine Religion, das ist mal ganz wichtig, keine Denomination, es steht keine Kirche hinten dran, sondern es soll etwas ganz Freies sein, wie Leute kommen können von allen Denominationen. Wir beten auch für Muslime, wir beten für Leute, die vielleicht eine ganz schlimme Vergangenheit haben,
Ich habe dafür beten für Neonazi und Gott hat sie sofort geheilt. Wir wollen bereit sein, alle wie mühselig und beladen sind, wie Probleme haben. Wir wollen einfach vor dir zu beten. Und das ist auch das, was ich so toll finde an dieser Vision, die der Piero mit mir geteilt hat. Weil wir sind ja hier in seiner Gemeinde, aber es geht hier nicht um irgendeine Gemeinde, es geht nicht um irgendeinen Namen, es geht nicht um mich oder es geht nicht um den Piero. Es geht darum, dass es eine Art Netzwerk geben soll, wo jeder Mensch einfach anrufen kann. Wo er weiß, du rufst jetzt hier nicht bei Organisation XY an, sondern du rufst bei jemandem an, der für dich persönlich Zeit hat, sich Zeit nimmt und Gebet mit dir betet. Und das ist eine so tolle und wertvolle Sache, glaube ich. Und es ist ja etwas, was gerade erst am Anfang ist. Es geht ja gerade erst los. Und ich glaube, deine Vision ist ja, ein Netzwerk darauf aufzubauen, das aber ohne sämtliche Strukturen, Organisationen funktioniert, sondern einfach mit Leuten, die bereit sind zu beten, die mitmachen können. Und weißt du, das sind keine Profis. Wir haben da eine Telefonnummer, wie du jetzt schon lesen kannst. Und wir haben hinter dran 40 Leute, die jetzt schon da sind, die bereit sind, Antwort zu geben. Und wenn jetzt mal du anrufst, es wird niemand da sein oder alles wird besetzt sein, dann kommt es auf den Telefonbeantworter und dann ruft dich jemand zurück. Wir haben versprochen, alle Leute wie Anrufer, wir rufen zurück und wir beten gern oder wir geben gern Antwort auf ihre Frage. Und das machen wir gern. Und ich möchte sagen, meine Vision ist dieses Netzwerk. Es geht ja über die Schweiz, es geht über Österreich, es geht ein Teil von Frankreich rüber. Dass wir Leute haben, die sagen, hey, wir sind bereit zu dienen. Ich nenne das die Bäcker. Das sind die, die Brot verteilen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, wir brauchen Hilfe, wir haben Fragen, wir rufen an. Und auf der anderen Seite gibt es, möchte ich sagen, das sind alles ehrenamtliche Leute. Wir sagen, du, ich bin bereit, einen halben Tag oder einen Tag zu opfern oder einen Abend zu opfern. Ich bin bereit, wenn jemand Gebet braucht, wenn jemand Hilfe braucht, wenn jemand Frage hat. Ich möchte gern ein Stück von meiner Zeit geben, für Leute zu beten. Und das, möchte ich sagen, soll nicht unter einem Dachverband sein von Kirche, von Profi, sondern soll etwas ganz Freies sein, wie ich habe die Vision, dass es einen Tag vielleicht hunderte Leute gibt, die bereit sind, für andere zu beten. Und dass es tausende Leute gibt, ja, auf diese Millionen, die da sind. Wir sagen, wir rufen an. Ich sage euch etwas, ich möchte niemand Angst machen, aber die Zeiten, wie wir erleben, können schlimmer werden. Es muss nicht immer alles besser werden. Das verspreche uns vielleicht Politiker. Die haben das auch schon versprochen vor einem Jahr. Aber es kann möglich sein, dass es Zeit gibt, wo es viele Sachen schlimmer werden. Und dann haben Leute eine Frage, gibt es Gott? Was sagt Gott dazu? Kennt mich Gott? Hat Gott mich lieb? Möchte Gott mit mir reden? Und wir wollen die Antwort dafür haben. Ich glaube, dass Gott öfters durch die Menschen, die das Telefon abnehmen, reden möchte. Wir haben einen Gott, wie lebt, einen Gott, wie reden möchte, einen Gott, wie heilt, einen Gott, wie befreit. Wenn du ihn kennen willst, lernen, sogar wenn du Atheist bist, ist kein Problem, ruf an. Du wirst es erleben. Und ja, wie der Piero gesagt hat, diese Hotline ist nicht nur für Menschen, die Gebet suchen, sondern eben auch genau für die Menschen, die Brot geben wollen, die bereit sind, ihre Zeit auch, ja, mit ihrer Zeit Gott zu dienen, indem sie andere Menschen dienen, die Gebet brauchen. Das heißt im Grunde, jeder, der Interesse hat, wenn du auf dem Herzen hast, für andere Menschen zu beten, dann nutz diese Chance, melde dich und werde einer von diesen Bäckern, wie der Piero gesagt hat, und lass dich von Gott gebrauchen und diene den Menschen, die Hilfe brauchen, die Gebet suchen, und werd einfach Teil von dieser Vision, von diesem Netzwerk, und lass dich von Gott gebrauchen. Ich habe einen Psalm, wie ich liebe über alles, und das ist der Psalm 100. Und der erste Vers von diesem Psalm heißt, diene den Herrn mit Freude. Und ich glaube, dass die, die am Telefon sind und abnehmen, und dass sie dienen mit Freude. Sie werden nicht bezahlt, sondern sie haben eine Freude, weil sie wissen, das ist göttliche Natur, das ist die Natur von Jesus Christus, Menschen zu dienen. Und ich bete, dass du diese Freude hast, andere Menschen zu dienen, andere Menschen zu helfen. Ich habe meine Erfahrung gemacht, dass ein ehemaliger Alkoholiker der beste Helfer ist für einen Alkoholiker. Der ehemalige Sünder, wie in einer Sünde verbunden war und es frei wurde, ist der, der am meisten helfen kann. Und das ist so, diene mit Freude. Die Leute, die das Telefon abnehmen, die haben eine Freude, dir zu helfen. Das ist ein
Gebot von Jesus Christus. Sie sind nicht bezahlt, wir machen es nicht um schlechtes Gewissen, sondern wir machen es, um Gott zu dienen und wir haben Freude dazu. So, jetzt habt ihr alle unsere Botschaft gehört. Wenn jemand da ist und sagt, du, ich möchte mitmachen, ich hätte eine Freude, Leute am Telefon zu dienen. Wir sind auch bereit, diese Leute ein Stück auszubilden, ein paar Tipps zu geben, euch zu helfen. Keine Religion, keine Denomination, sondern diese Freude von Gott zu haben. Dann könnt ihr uns schreiben. Am besten schreibt uns ein E-Mail und die Adresse wird wahrscheinlich auch noch irgendwo reinkommen. Schreibt uns ein E-Mail an die Taube und dann werden wir euch Antwort geben und wir werden euch vorschlagen, wie man euch vielleicht Schule können oder helfen können, dass ihr diese wunderbare Arbeit machen könnt. Und die, die da sind, sagt, hey, ich möchte es probieren. Wenn ich so Zeit habe, wo ich im Loch bin und ich brauche jemanden, der mir Rat gibt, für mich betet, es wird immer jemand da sein. Du musst diese Telefonnummer anrufen, ob du jetzt in der Schweiz, in Österreich bist oder irgendwo anders. Wir haben Leute, die uns angerufen haben von verschiedenen Ländern. Wir werden für euch beten. Wir dienen euch. Wir sind Diener Gottes, Dienerin Gottes und wir machen es mit Freude. Gott segne euch. Gott segne euch. Ciao. Werdet Zeit haben, genießt ein bisschen den Lobpreis und schreibt diese Telefonnummer ab. Und wenn ihr es jetzt schon macht, könnt ihr schon ganz bald anrufen. Und gib diese Telefonnummer auch gerne weiter, wenn du jemanden kennst, der Gebet braucht. Gib diese Telefonnummer weiter und lass andere Menschen, das ist eine Nummer, die du dir jetzt in dein Handy auch einspeichern kannst und einfach weitergeben kannst. Andere Menschen diese Info geben kannst, hier ist eine Nummer, die kannst du immer anrufen. So, und wenn ihr Christ mehr kennenlernen wollt, weil sagt, das ist ein Typ, der interessiert mich, der hat ganz tolle Art, dann müsst ihr noch auf YouTube gehen und nach Christ Schulach. Habe ich es gut ausgesprochen? Ja, okay. Perfekt. Okay. War immer schwierig für mich den Namen, aber hat mir einen Tipp gegeben, Schulach wie Schnullach. Ohne N. Ohne N, okay. Genau. Gott segne euch. Gott, du bist so gut, Gott, du bist so gut, Gott, du bist so gut, du bist so gut zu mir, Gott, du bist so gut.
Zeit bist du gut. Und du bist Jahwe Rapha, der Gott, der mich heilt. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist Jahwe Rapha. Durch dein Wort hast du mich geheilt. O, du bist der Herr, mein Vater, bist
Du bist wiederkommen.
zu kommen, wenn du seine Stimme hörst. Komm, wenn du deinen Namen hörst. Er ruft dich bei seinem Namen, du bist wertvoll in seinen Augen. Wunderbarer Name, Jesus, Jesus, thank you.
Ein
Heilige Geist. Für die Nationen, wo du segnest Belgien, du segnest England, Israel, Polen, Moskau, Paris, Spanien. Oh, du segnest Österreich, die Schweiz und Frankreich. Oh, du segnest die Nationen und rufst noch einmal. Dein Ruf erschallt über die Nationen. Du bist der Löwe aus dem Stamme Juda. Du bist mächtig. Unser Gott ist mächtig. Für dein Leben, willst du es ihm geben? Er ruft dich, er sucht dich, er ruft dich, er sucht dich, er geht dir nach. Aus 99 Schafe stehen, um das eine zu finden. Es zu tragen, zu verbinden, zu heilen. Oh, er ruft dich, er sucht dich. Lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott. Schau in seine Augen.
nur Liebe und Feuer in seinen Augen. Und so kann ich kommen immer näher. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich gebe dir Leben im Überfluss. Und ich sage,
ich bin alle Tage bei dir, bis an der Weltende. Du bist wertvoll in meinen Augen. Schaue nicht auf das Vergangene, sondern höre meinen Ruf. Ich habe Hoffnung, Zukunft für dich. Und ich sage dir, deine Sünden sind dir vergeben. Komme zu mir. Ich möchte deine Hirte sein. Dir soll nichts mangeln. Ich weide dich auf grünen Auen, führe dich zu frischem Wasser, erquicke deine Seele, salbe dein Haupt mit Öl, gieße deinen Becher voll ein. Und ob du schon wandelst im Tal des Todes, mein Stecken und Stab, sie trösten dich. Ich bin bei dir alle Tage deines Lebens. Und nur Güte und Barmherzigkeit sollen dir folgen, dein Leben lang, spricht Jesus. Spricht Jesus. Und er ruft dich bei deinem Namen. Komm. Und beladen seid, ich will euch erquicken. Schön, dass ihr dabei wart. Wir grüßen euch aus Heidelberg. Und wie schon gesagt, kann man auch eine E-Mail schreiben an gemeinde@dietaube.org. Wenn du, wie Piro gesagt hast, Bäcker werden möchtest. Und unsere Hotline ist immer für dich geöffnet. Wir wünschen Gottes reichen Segen und höre auf den Ruf, wenn er dich ruft. So komm zu ihm. Er möchte dir Leben geben. Er möchte dich aus der Finsternis rufen. Er wird dich erlösen.